Hallo und herzlich willkommen im Wald. Gibt ein neues Videöchen hier jetzt gerade aus der Reihe historische Orte im Walde. Und in diesem Fall, vielleicht könnt ihr es euch denken, hier sind so seltsame Hügelchen. Ich stehe davor. Also, da ist ein seltsames Hügelchen. Nee, andersrum. Naja, ihr habt es gesehen. Die Sache ist die, das handelt sich natürlich, wie oft, wenn irgendwelche so komischen Hügel im Wald stehen, um irgendwelche Grabhügel von irgendwelchen vermutlich Kelten. Leider weiß man es hier nicht so genau. Das ist eine Ansammlung von insgesamt jede Menge Hügeln. Ich kann nicht genau sagen, wie viele das jetzt exakt sind. Hab den Überblick verloren, aber es sind, schaut mal ein wenig nach darüber. Da hinten könnt ihr nämlich auch eben dann nochmal entsprechend weiteres Hügelmaterial erkennen. Ich denke, das sieht man auf jeden Fall, dass da welche sind. Gucken wir uns auch gleich noch detaillierter an. Ja, keltische Grabhügel. Das Problem mit den Kelten ist ja, dass wir nicht genau wissen, warum und mit welcher Religion die jetzt genau eben entsprechend ihre Toten beigesetzt haben. Man vermutet inzwischen, das hat man jetzt aufgrund diverser eben entsprechender Grabfunde aus solchen Hügeln einigermaßen sicher nachweisbar aufgestellt, diese Theorie, dass solche Hügelfelder, wie wir hier eins haben, sogenannte Nekropolen, Grabhügelfelder, wahrscheinlich den durchaus wichtigen Leuten, aber jetzt nicht den allervermögendsten Kelten entsprechend vorbehalten waren. Richtig, richtig große Hügel, die dann teilweise einen Durchmesser von 10 Meter und mehr hatten, die waren wahrscheinlich wirklich irgendwelchen Herrschern, sofern es das damals gab, Clanchefs oder irgendwie ansonsten einfach super reichen Kelten entsprechend vorbehalten. Wenn man allerdings so ein geachteter Bürger, würde ich es jetzt mal nennen, gewesen ist, dann musste man sich, oder vielleicht war das auch schon eine Ehre, wir wissen es nicht, mit einem solchen kleinen einzelnen Grabhügel eben entsprechend innerhalb einer größeren Grabhügelansammlung, da hinten kann man jetzt in der Bildmitte einen schönen sehen, musste man sich dann schon zufrieden geben. Wir werden uns jetzt mal ein bisschen umgucken und steigen mal auf den einen oder anderen Hügel in der Hoffnung, dass der Besitzer nichts dagegen hat. Es ist ja schon ein Weilchen her und von den jeweiligen Besitzern ist nicht mehr allzu viel übrig. Also worauf ich mich hier jetzt befinde, man sieht es schon, hat auch eine Hügelstruktur. Das ist jetzt der kleinste von den ganzen Hügeln. Der ist wahrscheinlich einfach ein bisschen aberodiert oder eingesackt, weil mit etwas Fantasie kann man hier oben auch eine leichte Vertiefung feststellen. Also fast jeder, um nicht zu sagen jeder, bei manchen sieht man es noch nicht mehr so gut, dieser Grabhügel wurde mal angegraben. Besonders schön sehen kann man es bei dem da drüben. Da ist die Mulde in der Mitte ganz gut zu erkennen. Da gehen wir auch einmal rüber. Befindet sich übrigens direkt an der Straße. Und ich kann euch auch gerne ein Kartenvermerk geben, wo das genau zu finden ist. Das ist hier ein ganz normaler Wald. Also wenn hier ein paar Touristen in Anführungszeichen diesen Wald häufiger aufsuchen, da passiert nichts Schlimmes bei. Deswegen, das muss nicht geheim sein, die Location, wirklich nicht. Ja, und da seht ihr, hier ist eine deutliche Mulde zu finden. Leider, leider. Und da hat offensichtlich jemand versucht, eben ins Innere des Hügels, in die eigentliche Grabkammer vorzugraben. Und wahrscheinlich ist es nicht beim Versuch geblieben. Das ist halt hinterher natürlich zusammengebrochen, das Loch. Also wenn da was Wertvolles drin gewesen ist, was bei solchen Nekropolen-Grabhügeln unwahrscheinlich ist, dass da jetzt so richtig krass wertvolle Dinge drin gewesen sind, dann ist jetzt Folgendes passiert, nämlich der Fundzusammenhang ist völlig verloren gegangen. Und das ist eine große, große Schande, dass jemand das macht, eben sowas anbuddeln aus Bereicherungszwecken, weil er irgendwie hofft, da einen Goldschatz oder sonst was zu finden. Weil das Allerwichtigste, wenn man mal sowas ausbuddelt, ist eben der Fundzusammenhang, dass man dann auch weiß, ich habe folgenden Gegenstand da und da gefunden.
weiß man nicht, wo das herkommt. Findet man auf eBay irgendwelche keltischen Münzen meinetwegen. Man hat ja keinen Plan, wo sind die jetzt genau her. Die helfen also dem archäologischen Kenntnisgewinn ohne den Fundzusammenhang überhaupt nicht weiter. Auch wo exakt waren die jetzt innerhalb der Grabkammer? Waren das meinetwegen Münzen, die in einem Tonkrug drin waren, weil man die Münzen innerhalb von einem Haufen Tonscherben gefunden hat, etc. pp. Das, all solche Informationen stehen nicht zur Verfügung, wenn eben so ein Bodendenkmal von irgendwelchen Idioten entsprechend geplündert wurde. Hier sind die Plünderungen wahrscheinlich schon wirklich saumäßig lange her, liegt direkt an der Straße. Ja, ihr seht sie da im Hintergrund. Jeder, der hier vorbeiläuft und ein bisschen die Augen offen hält, kann sehen, dass hier diese Hügel sind. Wenn man sich dann ein kleines bisschen auskennt, erkennt man sofort, das sind eben entsprechend Grabhügel. Vermutlich, eben wie gesagt, vermutlich, wir wissen es nicht hundertprozentig, von den Kelten, übrigens aus der Hallstattzeit. Genaue Datierung fast nicht möglich, aber mit der Hallstattzeit sind sich die meisten Leute, die ich diesbezüglich befragen durfte, es sind immerhin drei, also Historiker, ne? Nicht drei irgendwelche, sind sich ziemlich einig, dass es wahrscheinlich die Hallstattzeit gewesen sein muss. Wahrscheinlich eher die spätere Hallstattzeit, aber ja, da möchte ich mich nicht festlegen. Wir gucken noch mal schnell den anderen Hügel da drüben an. Da seht ihr das auch noch mal ein kleiner. Ich habe extra weit rausgezoomt, damit man schön noch einen Überblick eben bekommt und die Hügelstruktur besser erkennen kann. Eine richtige Sehenswürdigkeit sind die Dinger ja rein optisch jetzt nun auch wieder nicht. Wobei, da kann man sich streiten. Also ich persönlich finde sie schon hübsch, die Grabhügel. Da ist eine Grabräuberin gerade ins Bild gelaufen. Jetzt ist sie wieder weg. Dann ist gut. Dann muss ich sie nicht fangen. Ja, wir gehen noch mal kurz auf den anderen sehr großen Hügel. Ja, der Grabräuber, der hier tätig war, der war schon so ein bisschen profimäßiger unterwegs. Ihr seht hier diese Kuhle. Ich hoffe, ihr erkennt sie. Da hat man also versucht, seitlich quasi von unten direkt in die Grabkammer vorzugraben. Das ist strategisch gesehen eigentlich die bessere Idee, da kommt man wahrscheinlich eher besser ans Grab dran. Vor allen Dingen bricht da nicht alles Zeug so sehr oben drauf, dass man also besser an die Dinge drankommt, die möglicherweise noch intakt sein könnten. Das ist jetzt natürlich keine Aufforderung für angehende Grabräuber, es ebenso zu machen. Ich finde es einfach nur so wahnsinnig schade bei diesem tollen Hügelfeld hier, dass so nahezu an jedem Hügel rumgebuddelt worden ist. Furchtbar. So. Ganz raffiniert ist, da drüben hat jemand einen Hochsitz, beziehungsweise eigentlich ist das eher, ja, ich würde es fast als Drückjagdbock bezeichnen wollen, auf den Grabhügel gesetzt. Das ist natürlich praktisch, bringt gleich nochmal einen gewissen Höhenvorteil bei der entsprechenden Jagd hier in der Gegend. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass derjenige, der von diesem Drückjagdbock aus jagt, auf dem Grabhügel eventuell den Fluch des Grabhügelinsassens auf sich zieht, was bestimmt so schlimme Dinge nach sich zieht wie ganz furchtbarer Durchfall. Auf die heimtückischste Art und Weise. Nämlich so, dass derjenige Verfluchte nie weiß, wann exakt ihn genau der Fluch ereilen wird und wann es exakt zu dem sehr, sehr dramatischen Durchfallereignis kommen wird. Das heißt, er muss sein Leben lang in der Angst vor diesem schlimmen Durchfallerlebnis leben. Also was lernen wir daraus? Baut eure Hochsitze nicht auf keltische Grabhügel. Das könnte zu schlimmen, schlimmen Flüchen eventuell führen. Oder auch nicht, je nachdem. Ja, wichtig wäre noch zu wissen, diese ganze Grabhügelanlage, ich habe es eben nochmal nachgezählt, umfasst 9 Hügel. Das ist also durchaus groß. Da muss man schon eine Weile suchen, bis man welche findet, die noch größer sind und erhalten, selbstverständlich. Man weiß, dass die Anlage ursprünglich noch größer gewesen ist. Nur hat man halt eben da drüben direkt die Straße hingebaut. Und auf dem Acker da drüben, jenseits der Straße, hat es auch noch Grabhügel gegeben, habe ich mich sagen lassen, habe ich mich schlau gemacht. Die wurden aber einfach untergepflügt. Also von denen ist schlicht und ergreifend nichts übrig geblieben aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung. Hat damals niemanden interessiert und weg waren sie.
Deswegen muss das also ursprünglich, wenn man die Anzahl der noch verbliebenen Hügel betrachtet, eine wirklich, wirklich große Nekropole, ich wollte schon Metropole sagen, das ist was anderes, entsprechend gewesen sein. Und ursprünglich auch alles waldfrei. Also dieses Wäldchen, in dem ich jetzt stehe, das gab es zur Zeit der Kelten mit Sicherheit nicht. Zur Zeit der Beisetzung der Insassen wird es hier wahrscheinlich weit und breit keinen Wald gegeben haben. Dass hier die Kelten heimisch waren, ist nichts Besonderes, beziehungsweise ist sehr naheliegend. Wir befinden uns hier am Anfang des tertiären Hügellandes. Der Anfang ist dahingehend wichtig, also grob Alpenvorland, Münchner Schotterebene, also wenn wir uns jetzt auf Höhe von München, ne, auf Breite von München entsprechend, Länge, auf dem Münchner Längengrad befinden. Dann befindet sich südlich von München irgendwann das Alpenvorland. Dann um München rum, beziehungsweise südlich von München und noch ein ganzes Stückchen nördlich von München, befindet sich die Münchner Schotterebene. Das ist ein sogenannter Sander, da haben die Gletscher quasi jede Menge feines Material am Rande ihres Verbreitungsgebiets. Also weiter ist der Gletscher nicht vorgerückt als bis ungefähr München. Da wird es noch ein bisschen Eis gegeben haben und hat halt da in diesem letzten Stück, in dem man noch Eis war, nur noch kleine Sedimentteile transportieren können. Deswegen Sander, also eher nur noch Sand und noch feineres Material. Also nichts, keine großen Steine mehr und ähnliches. Vielleicht noch ein bisschen Kies, aber nicht mehr viel. Ja, und jenseits dieser Münchner Schotterebene, wo der Gletscher eben noch Einfluss hatte, kommt dann, nördlich gesehen, Freising. Wer also auf der Karte mal gucken möchte, von was ich rede. Und ein Stückchen weiter als Freising, also ein Stückchen weiter, Sekunde, westlich als Freising befindet sich dann eben diese Abbruchkante, wo das tertiäre Hügelland quasi in die Schotterebene abfällt. Da ist wirklich schon eine richtige Steilwand, wo es runtergeht zur Schotterebene und dahinter kommen diese gewundene tertiäre Hügellandlandschaft. Muss man dazu wissen, das tertiäre Hügelland, das war durch immer mal wieder dort hineinwirkende Meeresarme geprägt. Also das komplette Quartär, also die Eiszeiten, das Pleistozän, hat keinen Einfluss auf die hier uns umgebende Landschaft gehabt, weil Gletscher vorher eben schon aufgehört, das hier war nie vergletschert und die Hügelstruktur, die wir hier sehen, ist dadurch zustande gekommen, dass halt eben immer mal wieder Meere hier reingeschwappt sind, immer mal wieder Zeug angelagert haben, sedimentiert haben auf dem Meeresgrund und auch einiges weggewaschen haben, wenn der jeweilige Meeresarm nicht allzu weit reingereicht hat. Dadurch sind auch die hier teilweise vorhandenen Täler zum Teil entstanden, aber das geht jetzt zu weit und ich bin ja auch kein Geologe. Aber Tatsache ist, dass dadurch, dass diese sandige Schotterebene südlich von hier liegt, die Winde oft von den Alpen kommen und nach Norden pusten, also nicht immer, aber oft, und dann als erstes, wenn die Schotterebene aufhört, die ersten Hügel des tertiären Hügellands aufragen, waren die natürlich erstmal eine Barriere für alles, was angepustet wurde vom Wind von den Alpen. So, Sand ist zu schwer. Sand wird nur bei starken Stürmen wirklich verweht. Also zum Beispiel jetzt in der richtigen Wüste, in der Sahara gibt es ja, oder sonstige Wüsten gibt es ja Sandstürme. Das gab es hierzulande nicht, auch nicht nach den Eiszeiten. Was es aber gab, war Löss, also feineres sandartiges Material, so auf Korngröße von Mehl. Wenn ihr Mehl anfasst und das zwischen den Fingern zerreibt, dann wisst ihr ungefähr, wie sich Löss, also ganz, ganz, ganz feines Sandmaterial in Anführungszeichen, anfühlt. Und der ist so klein, der kann wunderbar verweht werden vom Wind. Also Schluff, ne? Eigentlich heißt das Zeug Schluff, aber wenn sich Schluff in größeren Mengen als größere Pakete an eben den ersten Bergen zwischen etwas, wo sie abgetragen werden durch den Wind und wo sie abgelagert werden, weil es da schon wieder Hügel gibt, wenn sich da ein großes Paket von diesem Schluff ansammelt, dann nennt man das Löss. So, und dieser Löss besteht nun aus allen möglichen Bestandteilen der alpinen Gesteine. Das heißt, da ist von jedem erdenklichen Gestein, was man in den Alpen finden kann, und das sind verdammt viele, ein ganz kleines bisschen was dabei. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass auch von den Nährstoffen, die man im alpinen Gestein finden kann, im Löss von allem was dabei ist. Und das wiederum bedeutet, wir haben es hier mit den fruchtbarsten Böden weit und breit zu tun. Fruchtbarer geht kaum. Der ideale Ackerboden, insbesondere während der Jungsteinzeit, da werden sich die ersten hier schon niedergelassen haben. Und auch während der frühen Eisenzeit, also sprich bei den Kelten, war nun mal Löss. Wir können uns also sicher sein, dass wir entlang der Hügelkette des tertiären Hügellandes nördlich der Münchner Schotterebene an der kompletten Kette entlang
überall kleinere bis größere keltische Siedlungen gehabt haben werden, weil einfach der Boden so fruchtbar ist. Und auch hier befinden wir uns eben mitten in diesem Gebiet. Und hier ist es also kein Wunder, dass hier eine so große Nekropole zu finden ist. Es gibt ein paar Kilometer weiter auch noch eine entsprechende Keltenfestung. Und noch eine zweite, wieder ein paar Kilometer weiter. Und wahrscheinlich saßen die Kelten auch in Freising auf dem Domberg. Man kann es heutzutage nur nicht mehr nachweisen. Aber es wird von vielen Leuten angenommen, dass das so gewesen sein könnte. Vielleicht saßen sie auch auf dem Weinstephaner Berg, wer sich in der Gegend auskennt. Wer nicht, soll sich mal kurz meine kleine Stadtführung zu Freising gegebenenfalls angucken. Und da wird das aber mit der Schotterebene und dem Löss und so weiter und so fort, wird da auch noch mal kurz von mir erklärt. Aber damit habe ich jetzt, glaube ich, alles erzählt, was ich hier zu dieser Nekropole sagen kann. Nochmal, ursprünglich nicht bewaldet, dass man hinterher auf solche Bodendenkmäler Wald draufsetzt oder froh ist, wenn sie bewaldet werden, liegt einfach daran, dass der Erhalt solcher Hügellandschaften, solcher Hügelstrukturen erheblich einfacher ist, wenn Wald drauf ist, als wenn Acker drauf ist, wie wir ja auch drüben gesehen haben, auf der anderen Seite der Straße, wo ursprünglich mal welche waren, dann untergearbeitet wurden. Das kann hier jetzt nicht mehr passieren. Mit dem Traktor kann ich hier nur schlecht rüberfahren, weil er dauernd gegen den Baum stößt. Ne? Jo! Das wäre es gewesen, der zweite Teil von meiner historischen Orte-Reihe. Guckt euch noch die Karte an, die blende ich jetzt am Schluss ein. Macht's gut, Dankeschön fürs Zuhören. Ja, es wird auch langsam etwas finster, aber ist noch ein bisschen, reicht noch Licht. Macht's gut.